So, wie gesagt, eine Chance wollte ich dem Spiel nochmal geben. Weil ich hoffe, wenn man schon drei Features hat, dass man wenigstens mal eines zu Gesicht davon bekommt. Schön da hinten eine Seven-Anlage im Background blinkt. So, machen wir mal 30 Cent und hoffen wir mal, dass hier mal was gibt. Zwei den von denen. Brauchen aber drei. Boah, von jedem Symbol. Also drei Kronen hätten wir einen Gewinn möglich von 15 Euro bis 300. Ja, das ist natürlich die Frage, das ist wahrscheinlich ein Mystery-Gewinn. Nur was machen dann die anderen Features der König bzw. die Burgen? Ich hoffe, wir sehen mal irgendwas davon. Ich gehe mal auf 20 Cent. Mich interessieren mal die Features. Und ich hoffe, dann sehen wir wenigstens mal was. In dem Falle 10 Euro bis 200. Kann man kriegen. Da haben wir doch drei Burgen, endlich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Pick me. Ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal die goldene Mitte. Zack. Oh, ja, okay, mittlerer Wert. Das war das Cash Castle Feature. Wäre schön, wenn wir nochmal ein anderes Feature zu Gesicht kriegen. So, komm bitte mal ein anderes Feature. Das ist mal der Gewinnplan für euch. Boah, zwei Kronen, zwei Dinger, da hätte ich aber mal ein Full House machen können. Ein Full Castle. Schade, wenn jetzt nicht nochmal ein zweites Feature kommt. Nehmen wir es mal 50 Cent, vielleicht kommt da ja nochmal was. Alle drei Symbole da oben und das war's wieder. Dann haben wir wenigstens mal eins von drei Features gesehen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, was ihr brauchen braucht. Und kriegen wir noch ein Freispiel? Jawohl. Dann machen wir noch eine Runde. Und das war's. Bis dann wieder. Ciao.
So, etwas anderes, was ich auch mal ausprobieren möchte, mal was Neues, was ich auch noch nicht kenne. Schauen wir mal, was das Spiel macht. Fangen wir mal mit 30 Cent an, in der Hoffnung. Plus 50. Ach, das sind die Freispiele. Okay. Jeder Teil einer Auslösungskombination ist. Das ist weiter Freispiele aus. Okay. Und wie der hakt und ruckelt immer. Schade. Jo, da haben wir das ja doch mal. Schön. Zusatzspiel gewonnen. 10 Freispiele. Also. Ne, insgesamt 17. 10 Freispiele plus 5 plus 2. Okay. Da schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und? Verlängerung? Das schreit doch nach Verlängerung, oder nicht? Komm. Oh, schade. Gerade überlegen, sind das eigentlich reine Freispiele oder ist noch irgendetwas anders in den Freispielen? Bin mir da gerade nicht so sicher. Hat sich der Gewinnplan eventuell verändert? Wir haben jetzt oben an der Spitze 6 Euro stehen. Mal gucken, ob die gleich da immer noch stehen. Ich hatte halt eben nicht darauf geachtet. Es scheinen aber reine Freispiele zu sein, sonst passiert anscheinend nichts. Okay, dann hatten wir so mal, dann probiere ich noch mal was anderes aus. Bis gleich.